Ja, wir sind über die Rettungsleitstelle alarmiert worden, Rauchmelder am Piepen und Wohnung leicht verqualmt. Als wir hier eintrafen am Mehrfamilienhaus hier in der Dresdner Straße, haben wir auch den Melder piepen hören und eine leichte Rauchentwicklung im Gebäude gesehen, nachdem wir über eine Steckleiter vorgegangen sind und in den Balkon reingeguckt haben. Personen waren und machten sich nicht bemerkbar. Wir haben daraufhin die Tür mit einem sogenannten Ziehfix, das Schloss, geknackt und sind in die Wohnung vorgedrungen und haben dort vorgefunden eine Bratpfanne auf einem Herd, wo Frikadellen drin waren und die noch am Schmoren waren. Wir haben die Bratpfanne entfernt, vor die Tür gestellt und haben jetzt begonnen, Lüftungsmaßnahmen vorzunehmen. Das heißt also, wir haben die Fenster geöffnet, haben Messungen vorgenommen und sind hier gleich mit unserem Einsatz am Ende, weil kein größerer Schaden entstanden ist. Was hätte passieren können, hätte es keinen Rauchmelder gegeben? Ja, dann wäre es wahrscheinlich ein riesengroßer Wohnungsbrand geworden, der zunächst mit dem Küchenbrand begonnen hätte und da keine Bewohner drin sind und das keiner bemerkt hätte, wäre es wahrscheinlich der große Wohnungsbrand, vielleicht sogar ein größerer Gebäudebrand geworden.